So, moin moin. Heute mal ein bisschen anderes Video. Man das so wie früher, als man Hintergrund Gameplay hat laufen lassen und dann über das Thema geredet hat. Denn heute möchte ich ein paar Sachen adressieren rund um den Vibe, die wir anwenden können, damit der Vibe auch wirklich geil wird. Denn ich nehme an, viele von euch sind schon richtig hyped. Und kein Wunder, denn nächste Woche geht's wahrscheinlich schon los. Und ja, ganz klar, Vibe ist immer nice. Die Frage ist, warum? Für mich persönlich, sehr viele Casuals kommen zurück ins Spiel. Das Spiel wird weniger schwitzig. Man hat super viele Vibe-Interaktionen, lernt Leute kennen, hat laufend unglaublich lustige Situationen. Und das Spektrum an Waffen, das man sieht, wird auch wieder breiter. Aber was ich auch viel sehe, ist dieser Fokus auf: Ich muss bei Vibe wieder durchstarten, ich muss der Erste sein, ich will sofort Max Trader haben mit einem alten Helm, damit ich einen riesen Vorteil habe. Ich sehe bei vielen dieses Mindset à la: Ich will der Allerbeste sein. Wobei nicht mal, eben einfach der Erste. Und an sich ist nichts verkehrt mit einem wettbewerbsorientierten Gedanken in einem Videospiel. Ich persönlich glaube nur, dass wenn man das zu sehr pusht in eine Richtung und eben genau das sind: Zeig uns deine Stats, wie zum Beispiel Evasion gerade auf Twitter gemacht hat, oder wer ist als erster Kapper, lass eine Rangliste führen, führt dann einfach ein bisschen dazu, dass der Gedanke von lass uns dieses Spiel erleben in den Hintergrund rückt und alles dreht sich wieder nur noch um, wer hat die besten Stats, wer ist der Erste, wer hat die dickste KD, bla bla bla. Und zum einen schadet es dem Spieler, der es anwendet. Ich kann da aus Erfahrung reden. Ich habe diesen Vibe am Anfang genauso gespielt. Möglichst dick, immer Meta und so weiter. Und es hat mir komplett den Spaß im Spiel geraubt. Also wirklich komplett. Denn wenn man sich selber nur noch auf diese Stats reduziert, geht man in der Regel keine absurden Risiken ein. Man macht zum Beispiel auch kein Zero to Hero. Dabei ist das einfach eins der besten Dinge, die man machen kann im Spiel, wenn ihr mich fragt. Und eben nochmal, an sich ist nichts verkehrt an einem wettbewerbsorientierten Gedanken. Man muss sich einfach bewusst sein, dass mit dem ein paar negative Dinge kommen. Eben zum einen leidet ihr selber, denn wenn ihr euch das Ziel setzt, ihr wollt möglichst schnell da sein, habt ihr im Falle von einem Tod nicht nur die Enttäuschung, weil dass ihr gerade gestorben seid und alles verloren habt, sondern obendrauf auch noch den Frust, weil ihr auf dem Weg zu eurem Ziel jetzt gerade einen Schritt zurückgefallen seid. Und das kann komplett den Spaß aus dem Spiel rausnehmen. Mal abgesehen davon, was es mit euch macht, führt es einfach auch zu sehr vielen negativen Dingen rund um das Spiel selber. Zum einen Cheaten. Wir haben mittlerweile in Gaming einfach eine absolute Seuche, was Cheaten angeht. In jedem Spiel versuchen sie zu cheaten und das in riesigen Massen. Dass die Leute dabei das Spiel komplett zerstören, scheint ihnen scheißegal zu sein. Aber diese Motivation zu cheaten wird halt verstärkt, je mehr man ein Spiel auf Competitive auslegt. Und wenn man jetzt in überall sieht: Poste deine Stats, zeig uns deine Stats, wie lange hast du gebraucht für Kappa, wie viele Millionen hast du auf dem Konto? Wenn wir das so glorifizieren und überall verbreiten, ja, was wird passieren? Sagen wir, Peter sieht, wie toll das ist. Peter möchte das auch haben. Peter möchte aber nicht dafür trainieren. Peter kauft sich Cheats. Peter ist ein Vollidiot, aber so läuft das ab. Und das soll keine Entschuldigung sein, ne? Von mir aus kann ein Cheater nach wie vor mit 120 draußen einen Baum rennen. Ich hasse dieses Pack. Aber indem in Gaming immer wieder diese Leistung glorifiziert wird, pushen wir das natürlich damit auch. Wir erschaffen einen Markt für genau das. Jetzt lange Rede, was will ich eigentlich damit aussagen? Mir ist wichtig, dass wir können die Welt nicht verändern, aber meiner Community möchte ich zumindest mitgeben: Legt den Fokus auf was anderes. Legt den Fokus nicht auf, ihr wollt der Allererste sein, ihr wollt der Beste sein, sondern erlebt das Spiel. Denn für die meisten von uns ist Zocken nach wie vor ein Hobby. Und auch wenn ich jetzt einige Träume zerstöre, es interessiert niemanden, was ihr für Stats habt. Denn am Ende des Tages gewinnt der, der mit seinem Hobby Spaß hat. Und eben, versteht das nicht falsch. Es ist nichts verkehrt daran, irgendein Ziel zu haben und darauf hinzuarbeiten. Sei es, in einem Bereich besser zu werden, in einem Spiel. Ich meine, ich spiele auch selber Competitive Spiele, die aber auch wirklich darauf ausgelegt sind. Was mir nur wichtig ist, reduziert nicht alles nur auf diese Leistung. Und mir ist bewusst, dass viele natürlich sagen, ja, aber wenn man am Anfang nicht mitmacht, hinkt man hinterher und hat keine Chance mehr. Und zu einem gewissen Punkt verstehe ich das. Aber dass das nicht wirklich wahr ist, haben wir letzte Season bewiesen mit der Baby-Reihe.
Wir sind 4 Wochen später eingestiegen, haben nur 3 Stunden die Woche gespielt und wir konnten mithalten. Jetzt mag natürlich der eine sagen, ja, aber Hans, du hast mehr Stunden und mehr Erfahrung. Und das stimmt. Nee, klar, ich sage nicht, dass es einfach ist. Aber glaubt nicht, lasst euch nicht einreden, dass wenn ihr die ersten Wochen nicht komplett durchgrindet, dass ihr dann komplett weg vom Fenster seid. Es gibt immer Möglichkeiten, ich habe sehr viele Wege gezeigt. Gott, mein ganzer Channel ist aufgebaut auf der Idee, der Underdog zu sein. Also mit schlechterem Gear und schlechteren Waffen zu spielen. Und die meisten von euch spielen sehr viel geduldiger als ich. Also ihr werdet es definitiv noch besser haben. Mir fehlt einfach die Geduld und dann mache ich, naja, manchmal ziemlich dämliche Sachen einfach, weil ich keinen Bock mehr habe zu warten. Aber, ne, die den Channel gucken, die kennen das Problem. Ja, mir ist aber wichtig, dass ihr versteht, geht in den nächsten Vibe rein mit der Mentalität, das Spiel zu erleben. Habt eure Ziele, arbeitet drauf hin. Und was ich mit solchen Zielen meine, ist zum Beispiel, dass ihr besser werden wollt auf irgendeiner Map. Ihr besser werden wollt im Umgang von Mehrzahl gegen mich, also 2 gegen euch, 3 gegen euch und so weiter. Habt so kleine Ziele und arbeitet daran. Wie wir das Ganze machen können und so, das schauen wir noch an. Und allenfalls sonst die Coach-Reihe, die wir hier auch im Channel auch machen. Aber so kleine Pockets haben an Zielen. Denn daran kann man arbeiten. Aber nicht einfach nur, ich möchte diesen Vibe, die beste KD auf Facebook haben. Denn wie gesagt, das wird euch einen Spaß rauben. Es verleitet zur Nutzung von irgendwelchen Third-Party-Cheats oder Real-Money-Tradern oder Booster-Services und so weiter. Und es interessiert keine Sau. Das wollte ich noch loswerden. Wenn ihr das Video guckt, dann bin ich wahrscheinlich gerade am Umziehen und am Möbel schleppen und ordentlich am Schwitzen. Ich hoffe, der Umzug geht nicht allzu lange. Ich werde euch auf dem Laufenden halten auf Discord oder Insta. Und dann sehen wir uns im nächsten Stream. Vielleicht sogar noch vor Wipe. Und dann können wir noch ein Community-Event machen. Leute, denkt dran. Lasst uns chillig an diesen Vibe reingehen. Lasst uns den neuen Content zusammen erleben. Lasst uns eine gute Zeit haben. Und dann, ey, genießt das schöne Wochenende.